Wir hatten heute gegen 15 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A40 aufzunehmen. In diesem Verlauf ist ein LKW nach einem Überholvorgang eingeschert, hat dabei einen PKW touchiert. Bei diesem Verkehrsunfall sind mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff ausgetreten, die die A40 verunreinigt hatten. Die Autobahn 40 musste in Richtung Dortmund für etwa eine Stunde gesperrt werden. Wir hatten, da Freitag Feierabendverkehr natürlich recht umfangreich ist, erhebliche Stauauswirkungen zu beklagen. Insgesamt etwa 12 bis 14 Kilometer über die A40 und im Kreuz Kaiserberg an den Anschlussstellen der A3. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Wir hatten auch nur mäßigen Sachschaden. Jedoch durch den Auftritt des Dieselkraftstoffes hat lediglich die Arbeit der Feuerwehr, die erforderlich war, zu der erheblichen Verkehrsstörung geführt.